So, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge zum Days Tagebuch. Wir schreiben heute Überlebenstag 21. Wie ihr sehen könnt, wir haben schon ein bisschen was getötet. 304 Zombies und 10 PvP, also Player. Und unser Auto ist noch immer kaputt. Wir müssen es reparieren. Ich habe jetzt schon Reifen gefunden, Metallteile, Motorteile. Also ein Motor ist schon repariert und wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Reifen. Und das könnte sich ein bisschen zum Problem herausstellen, weil oh mein Gorka, da sage ich jetzt mal, tut sich nicht recht viel, was Autos anbelangt. Aber wir laufen jetzt nochmal vorne zu der Tanke und gucken mal, ob die da ein paar Ersatzteile für uns auf Lager haben. So, wir kommen jetzt gleich an der Tanke an. Ich hoffe einfach nur, dass da jetzt Räder drin zu finden sind. Und sonst loote ich einfach die ganze Zeit die scheiß Tankstelle, bis ich da genug Zeug finde. Ah, hier ist noch ein Vieh. Das könnte man dann vielleicht gebrauchen, weil wir haben nichts mehr zu essen. Zu trinken haben wir, glaube ich, auch nicht. Ja, doch, eine Dose habe ich noch bei. Aber wir kriegen ja bald Durst, wie ihr seht. Jo. Jetzt gucken wir mal, wenn man einen Reifen... Ich glaube, ich brauche drei Reifen, ey. Das ist ja das Ätzende, sage ich jetzt mal. Und bis ich die gefunden habe, bei der scheiß Tankstelle da unten dort, das bestimmt noch ein wenig. Aber ohne Fleiß kein Preis. Ich will wieder Auto fahren. So. 160 Meter noch. Jetzt müssten eigentlich schon... Ja, Zombies sind schon gespawnt. Drei Stück müssten hier eigentlich sein. Schieß mal unter 1911er. Sind ja ein paar Leute auch auf dem Server. Ich will nicht, dass er mich jetzt erwischt. Ah, auf die Entfernung machst du nicht One-Shot-Kill. Jetzt ist er tot. Hat er was bei? Nee. Aber weiter geht's. Vorne ist noch so ein Kack-Zombie. Das war ein Headshot. Oh, da sind auch noch zwei. So, das war's dann. Nix dabei, nix dabei. Bitte, lass hier ein Rad drin sein. Stacheldraht. Wer zur Hölle braucht Stacheldraht? Egal, nehmen wir mit. Und warten hier, bis neuer Loot spawnt. So, wir haben jetzt noch an der Tankstelle noch 5 Minuten gewartet. Leider ohne Erfolg. Deswegen habe ich mir gedacht, wir gucken jetzt mal zu der Fabrik da vorne. Hoffentlich. Hoffentlichst. Gibt es da Autoteile? Sollte es ja eigentlich schon. Also ich war schon mal dort. Ist schon lange her. Das war noch eine alte Version. Da gab es noch... Was gab es denn da alles? Toolboxen, Windschutzscheiben, Autoteile. Und da verfolgt uns ein Freund. Und ich hoffe, dass das jetzt auch wieder so ist. Dass da genug Zeug drin liegt. Schnell noch die Munition auffrischen. Perfekt. Weiter geht's. Ja, und wie gesagt, ich war da schon mal drin. Toolbox, Windschutzscheiben, Motorteile, Treibstofftank und so weiter. Und jetzt habe ich mir gedacht, es ist nicht so weit weg von unserem Auto. Also vielleicht 2,5 Kilometer, sag ich mal. Das ist ein vertretbarer Grund, um die Karre wieder flott zu machen. Dahinter, glaube ich, ist auch ein See. Da können wir auch das Wasser wieder auffüllen von der Flasche. Und ich gehe da jetzt eigentlich schon mit großen Hoffnungen rein. Wenn ich dann nichts finde, bin ich sauer. Dann geht's gleich wieder zurück zur Tanke. So, Zombies sind gerade gespawnt.
Nehmen wir gleich wieder die 1911 raus, die ist nicht so laut. Oh, danke fürs Türöffnen. Einer tot. Zweiter tot. So. Hier oben auf der Rampe leere Dosen und leere Whiskyflaschen, Verbandszeug. So, was haben wir denn hier? Schrotkugeln, AK-Magazine. So, dann erstmal die Lagerhallen abchecken. Kanister brauchen wir nicht. Dose Pepsi. Wird gleich mal gesoffen. So, weiter geht's. Nächste Halle. Nix drin. Nix drin, was wir brauchen können. Ich sollte Polano vorbeigucken. Polana gibt's auch nichts. Gibt's einen Supermarkt und mehr nicht. Scheiße, richtig scheiße ist das. Richtig scheiße. Hasta la vista, baby. So, an der Tankstelle angekommen. Noch keine Zombies da. Jetzt sind sie gerade gespawnt. Nehmen wir gleich mal die 1911 raus. Da hinten sind drei Zombies, sehe ich gerade. Hier in der Tanke selber nur zwei. Oh, jetzt krieg ich eine SMS. Nicht genug Platz. Ja, dann machen wir das einfach rein in den Rucksack. Rein in den Rucksack. Rucksack, Rucksack. So, jetzt haben wir genug Platz für den scheiß Kanister. Und die leeren Dosen nehmen wir auch mit. Ah, warte. Und jetzt will ich mal was testen. Wo sind die Zombies hin? Ach, hier. Wenn ich da jetzt eine leere Dose drauf haue. Von da treffe ich den bestimmt noch nicht. Aber der da vorne, glaube ich, wäre einfacher. Oh.
So, versuchen wir unser Glück. What the fuck? Man kann im Liegen nicht werfen, oder? Und? Die Whiskyflasche. Versuchen wir gleich nochmal. Wo ist denn der Scheiß hier? Hier. Eins. Da. Eins. Da macht er die scheiß Werfen-Animation im Liegen und dann steht er nochmal auf. Wie behindert. Ich werf dir eine Dose auf den Kopf. Leicht daneben. Und... Oh. Oh ne, der war doch nicht dort. Würde interessieren, ob ich den jetzt echt getroffen habe. Ich habe schon gehört, dass man die Dosen denen auf den Kopf werfen kann und das passiert nicht. Oh ne, daneben. Aua, Drecksau. Jetzt tut die auch noch. So. Jetzt mache ich mal hier ein Feuer. Ein Feuer. So. Wir sind jetzt gleich bei Sam, hoffentlich, weil er kein Kompass und irgendwie haben wir gerade Orientierungsschwierigkeiten, wo wer ist. Aber 400 Meter noch. Ach, ich sitze jetzt hier am See und chill. Yeah, chill, baby. Handgelenk, Alter, Mann. Hä? Nee, hier, mein Charakter, der sitzt hier gerade und der hält die Axt so krampfhaft rum irgendwie und... Ah, scheiße. Warte mal, da ist gerade ein MTS. Hat mich da gerade wieder einer angepokt, oder? Da ist er wieder, der Buzzet. Genau, jetzt ist er wieder. So, warte, ich bin gleich da, 280 Meter. Sam, ich würde mich da... Du weißt schon, dass die Zombies wieder neu spawnen, ne? Ja, bisher habe ich auch Ruhe. Was, wo eben die Autos sein könnten, war leider nicht mehr. Nochmal Buzzard, was? Wäre zu schön gewesen, weil jemand im Spot, wo ein Auto eigentlich spawnen sollte, oder... Kann, aber war leider keiner mehr. Na scheiße, mein Wasser blinkt schon. Aber zu saufen habe ich dabei. Oh scheiße, da läuft ein Zombie. Läuft er in deine Richtung oder zu mir? Lol, Alter. Der läuft zu dir, ich sag doch. Wer mich angreift, hat dummes Schwein. On Vehicles nur nach Neustadt Servers? Keine Ahnung, wir haben gerade ein bisschen Stress, weil Sam hat ziemlich wenig Blut. Hinter dir ist auch noch einer. Ja, ich mach das schon. Ja, ich hab den gar nicht gehört, weil mein Charakter einen totalen Hörsturz hier hat. Morphium verabreichen. Nee, brauche ich nicht. Okay, dann komm mal einfach mal mit. Wir laufen jetzt mal in Sicherheit und dann... Ja, ich muss auch noch was saufen, siehst du? Ich leg hier mal... Ach, scheiß Sardine, ich kann sie eh gleich essen, ich hab ja Hunger. So, wo ist meine Wasserflasche? Hier. Zack. Wasserflasche saufen. Ah, da läuft ein Zombie ins Wasser, guck. Der hoppelt im Wasser. Siehst du das? Hast du ihn gerade gesehen? Das Köpfchen? Ach du Scheiße.
So, liebe Jungs und Mädels, wir sind jetzt hier beim Auto angekommen. Und können sie jetzt hoffentlich reparieren. Oh, es sieht wieder... Gucken wir mal. Guck dir das an, Alter. Ich will wissen, welcher Reifen da kaputt ist. Pedalt sie mir noch nicht? Normalerweise müsste das der rechte Hinterreifen sein, oder? Wenn er sich nur so... Steig du mal ein. Vielleicht bin ich doof. Ah, linker Hinterreifen müsste das sein, oder? Ja, hinten links muss das sein. Den habe ich aber eigentlich schon repariert. Es hat noch irgendeinen anderen Platten. Vorne sieht so aus, ne? Vorne links. Kannst du... Kann man die Reifen demontieren? Nee. Ich kann jetzt einfach nur im Dropdown-Menü sagen, Wheel, das und das und das reparieren. Ich glaube, das Auto ist einfach verbuggt. Guck mal, jetzt haben wir hier, der Reifen hat keinen Platten mehr. Den sehe ich auch, dass der keinen Platten mehr hat. Bei dem rechten vorderen Reifen, ich glaube, der hat noch einen. Und der rechte hintere hat auch keinen mehr, ne? Oh yeah, Baby! Wir können wieder fahren! Ansonsten können wir das auch so machen, dass wir die ganzen Medikamente einfach in den Rucksack reinpacken und wir legen den Rucksack ins Auto. Nimmt auf jeden Fall mit Sicherheit weniger Platz weg als... So, wo müssen wir jetzt hin? Er ist bei einem Deerstand beim Black Forest. Ja, bei Globo. Da der Deerstand. Warte. Schnell auf der Map gucken. Ich werde da. Weg unterm Black Forest. Ja. Black Forest, wo ist er denn? Hier. In der Hauptstraße. Schwarzwald. Starreue, wo ist denn der? Bei Gorka runterfährst, dann kommst du zu Schakowa. Gorka runter. Schwarzwald, ja. Da ist ein. Direkt der an der Hauptstraße, oder was? Ja, genau. Oh, verstehe. Ich hab mich so ein bisschen hier ins Gebüsch. Bei Googlovo. Googlovo runter, hier die Kreuzung. Mhm. Hier müsste der sein. So, da bin ich wieder. Ach, da ist er. Da war auch letztes Mal das Hubschrauberwrack. Das habe ich hier gefunden. Zombie! Ja, ich sehe euch. Wie er wegrennt. Hat schon geahnt, was kommt. Wo bist du denn? Ja, hier rechts von der Straße. Wo der Deerstand ist, oder was? Nein, jetzt links von euch. Ich sehe euch. Ach, da ist er. Am Bluten bist du ja nicht, ja? Ach, da liegt er. Nicht mehr laufen. Einfach einsteigen, drücken und wir hauen mal ab von hier. Ah, geil. Partybus.
kann ich nicht mehr hören, mein Gehör ist zu schlecht. So, Jungs. Abschließendes Wort für dieses Let's Play. Gelaufen. Keine Toten. Keine Toten, Auto repariert. Gut ausgerüstet. Ein Kompass wäre halt noch nicht schlecht, ne? Doch noch kein? Na, ich habe alles. Ich habe Messer, Uhr, Streichhölzer, Axt, Taschenlampe, Militärtaschenlampe, Kompass, Karte, Schanzzeug, Toolbox. Würde ja rein theoretisch auf meinen Server draufgehen, jetzt sagt Krasnovsdorf da hochlaufen, wo unser Lager ist, da Kompass rausnehmen und dann wieder einloggen. Ja, nimm das Auto. Ja, hab ich keinen Bock drauf. Gut, Sam sagt gut gelaufen. Was sagt Buzzet? Geil. Geil. Aber. Alles klar, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich bin schwul. Das ist gut so. Das ist gut so.